Was geht ab, Leute? Ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt's die ersten offiziellen Informationen zur neuen Zombie-Karte in Call of Duty Cold War. Und zwar hat Treyarch vor wenigen Stunden dieses Bild hier veröffentlicht. Ich würde sagen, wir gehen das Bild einfach nach und nach durch, beziehungsweise den Text auf dem Bild, und ich werde halt dazu ein paar Informationen sagen. Links oben geht's los. M. This is the place I spoke of. Omega Outpost 25. Das heißt übersetzt so viel wie, das ist der Ort, von dem ich gesprochen habe. Omega Außenposten 25. Anscheinend hatten Empfänger und Sender der Nachricht schon mal ein Gespräch davor. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Sender und wer ist der Empfänger? Wenn dieses M links oben für den Empfänger stehen sollte, das macht man ja mal am Anfang einer Nachricht, dann ist es durchaus möglich, dass M für Maxis steht. Genauer gesagt für Samantha Maxis. Ihr Vater ist hier in Alpha Omega gestorben, Ludwig Maxis, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es sich hierbei um Samantha handelt. Wir haben sie zum ersten Mal, also in dieser COD-Reihe, in diesem COD-Spiel, im Trailer gesehen, wo sie eben in einer Telefonzelle telefoniert hat. Das war Samantha Maxis für alle, die es noch nicht wissen. Und jetzt ist natürlich die Frage, von wem kam die Nachricht? Dafür schauen wir mal rechts unten in das Bild. More soon, sprich mehr Informationen gibt es bald. R. Für mich macht es durchaus Sinn, dass dieses R für Edward Richtofen steht. Und ich meine, es macht auch durchaus Sinn, wenn wir jetzt mal zurück nach Tag der Toten gehen, sprich der letzten Zombie-Karte in Call of Duty Black Ops 4, dann haben wir im Easter Egg gesehen, wie Samantha und Edward Richtofen gemeinsam aus dieser Odyssee, sage ich mal, entflohen sind und in ein neues Kapitel aufgebrochen sind. Wir wissen auch, dass Samantha und Richtofen sich im gleichen Universum befinden. Sprich, Samantha ist in diesem Universum, also muss hier Richtofen auch sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Laufe der nächsten DLC-Karten, wenn nicht sogar in der kommenden DLC-Karte, auf Edward Richtofen in irgendeiner Form treffen werden. Vielleicht durch eine Botschaft, durch eine Audiosequenz oder vielleicht sogar live und in Farbe. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick rechts oben in das Bild. Omega Portal Chamber. This is where the portal is maintained to the dark ether. Das heißt übersetzt so viel wie Omega Portalkammer. Hier wird das Portal zum dunklen Äther aufrechterhalten. Zum ersten Mal sind wir auf den dunklen Äther bzw. auf das Portal, den dunklen Äther gibt es ja schon länger, auf das Portal gestoßen, also in dieser COD-Reihe, in diesem COD-Teil, in die Maschine. Dort waren diese auch relevant für die Easter Eggs und wir wissen, dass diese Zwischendimension mit der Zombie-Entstehung zu tun hat. Also anscheinend gibt es mehrere Außenposten, mehrere Stationen, wo eben diese Portale jetzt erschienen sind. Und dort müssen wir jetzt mit der nächsten Zombie-Karte bzw. mit unserem nächsten Einsatz hin und wieder ein Easter Egg lösen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten Teil und zwar der Karte an sich. Wir wissen noch nicht konkret, wie die Karte aussehen wird, aber wir wissen definitiv, wo sie spielen wird. Und ich meine, also wir haben ja schon in den vergangenen Wochen, Monaten etliche Leaks erhalten. Unter anderem habe ich da ein separates Video drüber gemacht. Das kam sehr gut bei euch an. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Dort habe ich ausführlich erklärt, welche zwei kommenden, beziehungsweise wo zwei kommenden DLC-Karten spielen werden. Einmal eben in Berlin und einmal in Vietnam. Und ich schätze mal, dass es sich bei der nächsten Zombie-DLC-Karte, die wir im Februar erhalten werden, um diese Vietnam-Karte handelt. Falls ihr mehr Informationen dazu möchtet, schaut euch einfach das Video an. Da habe ich echt alle Informationen, die es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, zusammengefasst. Also kann man sich definitiv geben. Auf jeden Fall, nächste Zombie-Karte wird wahrscheinlich in Vietnam spielen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und das ist wahrscheinlich das erste offizielle Bild, das wir davon erhalten haben. Und wir haben auch schon einen kleinen Vorgeschmack in der Kampagne erhalten. Da werde ich auch mal eine kleine Sequenz einblenden. Und zwar gab es da eine Mission, die in Vietnam gespielt hat, wo wir eben mit einem Hubschrauber geschossen haben. Und wenn man dann eben mit Hilfe eines Glitches aus dieser Karte, aus dieser Mission entflohen ist, dann hat man sogar in Bereichen der Karte Hinweise bzw. ja, wie soll man sagen, Überreste aus Shinonuma gefunden und von dem her denke ich, ist es relativ wahrscheinlich, dass sie Shinonuma als Grundgerüst nehmen und halt einfach drumherum, sprich drunter, drüber und außen herum noch ein bisschen erweitern, ähnlich wie es eben in die Maschine schon gemacht worden ist
und dass wir dann halt eben die neue Zombie-Karte erhalten werden. So viele Informationen mal von meiner Seite. Ich denke, ich habe alles Wichtige genannt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten, falls euch diese Thematik interessiert und ihr nichts mehr verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Und bevor ich es vergesse, eine wichtige Info habe ich noch. Und zwar, ich gehe mal stark davon aus, dass wir in den nächsten Tagen weitere DLC-Bilder erhalten werden. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden erhalten. Und am Freitag ist 115 Day. Also Zombie-Modus ist ja immer, ja, ich weiß nicht, Zombie-Modus, beziehungsweise es gibt ja so eine Zahl, die mit Zombies verbunden wird, 115, und am 15. Januar ist es soweit. Wenn man das Datum auf Englisch liest, steht dann 115 da. Dort kann ich mir gut vorstellen, dass Treyarch einen Trailer oder weitere DLC-Bilder bringen wird, und wir wissen schon, dass wir auf jeden Fall doppelte XP erhalten werden. In dem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, und ich würde sagen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ich würde sagen, dann war es das von meiner Seite. Haut euch rein, bis dann, ciao!